So, letzter Redner in dieser Aktuellen Stunde, Mark Hauptmann für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, als letztem Redner obliegt es mir jetzt, nicht nur die Debatte zusammenzufassen, sondern auch das Chlorhühnchen der Debatte zu küren. Auch wenn sich die geschätzte Kollegin Dröge und Herr Hofreiter alle Mühe gegeben haben, so geht doch der Titel Chlorhühnchen der Debatte eindeutig an die Kollegen zu meiner linken Seite, Frau Wagenknecht und Herr Ernst. Was Sie heute hier gezeigt haben von einem Ermächtigungsgesetz für Großkonzerne, Abschaffung der Demokratie, Giftspielzeug, was über den Atlantik herüberkommt, allerlei toxischer Anti-Amerikanismus, aufgepumpt mit falschen Tatsachen und recht viel Empörung, das hat letztendlich doch Ihre Reden ausgemacht. Ich kann Sie aber alle anderen Kollegen beruhigen. Diese sogenannten Argumente sind gesundheitstechnisch völlig unschädlich, übrigens genauso wie dieses Chlorhühnchen, was ich zitiert habe. Und das zeigt, dass Sie uns heute viel alten Wein in neuen Schläuchen präsentiert haben, aber für eine Aktuelle Stunde hat es eigentlich in der inhaltlichen Betrachtung nicht gereicht. Ich möchte auf genau diese Argumente, die Sie nämlich angebracht haben, explizit noch einmal eingehen. Erstens die Behauptung, durch die sogenannten TTIP-Leaks würde nun eine völlig neue Transparenz der Debatte herrschen. Das stimmt nicht. Das ist falsch. Denn alle Transparenz, die wir erleben, haben wir schon vorher gehabt. In den Debatten der Vergangenheit, ein Jahr debattieren wir dieses Thema schon hier in diesem Haus, aber auch in den Verhandlungsrunden im Wirtschaftsausschuss mit Herrn Frommen, mit der Kollegin Malmström der Europäischen Kommission. Bei vielfältigsten Debatten und Austauschprogrammen gibt es die Möglichkeit, sich in dieser Debatte transparent zu informieren. Es gibt online, ja auch für die Öffentlichkeit, gibt es Online-Veröffentlichungen zahlreicher Kapitel. Es gibt den vollen Verhandlungszugang für jeden Einzelnen in diesem Raum zum TTIP-Leseraum. Es gibt zivilgesellschaftliche Vertreter auf mehreren Ebenen, die TTIP Advisory Group, den TTIP-Beirat im Bundeswirtschaftsministerium. Die Kommunen haben in Brüssel sogar direkten Zugang zu den Verhandlungsführern. Also, was wir hier sehen, ist, Transparenz ist durch die heutige Debatte nicht mehr gegeben, sondern sie ist längst Bestandteil dieser Debatte. Ich komme zum zweiten Punkt. Ihr zweiter Punkt ist, TTIP senkt die Verbraucherstandards. Und wir sagen, egal ob das der Bundesminister ist, die Kollegen der SPD, der Union, egal ob das die Verhandlungsführerin Frau Malmström, die tatsächlich die Verhandlungsführerin für ganz Europa ist, egal ob beim Umweltschutz, bei den Lebensmittelsicherheit, beim Verbraucherschutz oder bei den Arbeitnehmerrechten. Wir treten nicht nur für unsere hohen europäischen Standards ein, sondern wir sagen, wir nehmen jeweils die höchsten Standards. Und fragen Sie doch mal VW im Hinblick auf Umweltstandards in den USA. Da wird wohl keineswegs der Eindruck entstehen, dass die Umweltstandards in den USA in dem Fall geringer sind als hier in Europa, sondern wir sehen, dass auch in den USA hohe Standards vorherrschen, wo wir als Europäer uns ein Beispiel nehmen könnten, unter anderem in der Finanzindustrie. Sie sehen also, Ihre Emotionen versuchen, die Argumente der Debatte zu verwischen. Und dass Sie sich, geschätzte Kollegin Dröge, Kollege Hofreiter ist ja gar nicht mehr anwesend, sich hier zu einem Sprachrohr dieser Dagegen- und Empörungsindustrie machen, das ist letztendlich reiner Selbstzweck, aber dient keinesfalls hier einer Klarheit der Debatte zu folgen. Ich komme zum dritten Punkt, der auch angesprochen wurde von der Kollegin Wagenknecht. Von TTIP profitieren nur die Großkonzerne, multinationale Konzerne. Herr Ernst, Sie waren heute Morgen im Wirtschaftsausschuss dabei, als wir den Präsidenten der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Erik Schweizer, gehört haben. Der hat gesagt, natürlich gibt es nicht für die Großindustrie, sondern für unsere 1600 Hidden Champions einen enormen Markt durch TTIP. Es gibt für unsere Mittelständler eine Verbesserung. Die können es sich nicht leisten, doppelt zu zertifizieren, nach unterschiedlichen Standards ihre Produkte zu entwickeln, sondern für unseren Mittelstand ist TTIP ein Konjunkturprogramm und nicht für die Großindustrie. Und deswegen, sehr geehrte Damen und Herren,
Bei dem Wegfall von Zöllen, bei dem Wegfall von doppelten Zertifizierungsmaßnahmen, zur Erleichterung von Direktinvestitionen, beim Thema Investitionsschutz, all das sind Bereiche, wo die mittelständische Struktur unserer deutschen Wirtschaft mehr profitiert als jedes andere Land in Europa. Und deswegen werben wir so vehement dafür, TTIP eine Chance zu geben, unsere hohen Standards zu implementieren und im Austausch mit den Amerikanern die Standards für 800 Millionen Menschen auf dieser Welt zu globalen Standards machen. Dann sind wir in dieser Debatte ein ganzes Stück weiter, als Sie es uns heute verkaufen wollten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Hauptmann.